Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle sind eins durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden. Damit wir mit ihm auch auferstehen und zu neuem Leben hervorgehen, wollen wir unser Taufversprechen erneuern, mit dem wir einst dem Satan abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der heiligen katholischen Kirche zu dienen. Deshalb frage ich euch, wieder sagt ihr dem Satan und all seiner Bosheit und all seinen Verlockungen, wieder sagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können, wieder sagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt. Wieder sagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? Glaubt ihr an Gott, den Vater der Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstanden und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Allmächtiger Gott, segne dieses Wasser, damit die Gnade aufs Neue in uns wieder zuteil werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der allmächtige Vater unseres Herrn Jesus Christus hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünde vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Ich gieße reines Wasser über euch aus, damit ihr rein werdet von all euren Götzen. Ich nehme euer Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch, damit ihr in meiner Gnade seid. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe.
und du hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder aus der Fülle dieses Geistes leben, da bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Ohr zerbricht er nicht. Und den glimmenden Duft löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit berufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Kraft zu befreien. Wort des lebendigen Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Sehr gut.
von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da ging Johannes nach. Kaum war er Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnet sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sie herabkommen und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, stärke unseren Glauben und vergebe uns die Schuld. Zur Erinnerung,
wir, wenn wir vergessen die Weissagung von Gottes Geboten, dass wir durch diesen Steinhaufen wieder daran erinnert werden, was wir Gott gelobt haben. Und an diese Stelle tauft Johannes. Er führt das ganze Volk, das letztendlich abgekommen ist von Gott, wieder an diese Stelle zurück. Dieser Junge und Mädchen, das ist euch vielleicht in der Schule auch schon nicht so gegangen. Wenn ich dort eine Übung geschrieben habe, eine Klassenarbeit, habe ich gedacht, Matthias, hättest du viel mehr lernen sollen. Hättest du, wen gelernt hättest, dann hättest du keine 5 gehabt. Was wäre das nochmal gewesen, wenn man die Klassenarbeit, dieselbe Arbeit, nochmal nachschreiben hätte können? Dann wäre man ganz anders damit umgegangen. Das ist der Moment, was Gott diesem Volk geben will. Eine zweite Chance, können wir dann sagen. Er will sie nochmal an diesen Punkt zurückführen, um sie dann noch einmal über dieses Wasser der Gnade zu führen. Aber jetzt, liebe Brüder und Schwestern, passen Sie gut auf. Jetzt passiert nämlich etwas, das noch nie da gewesen ist. Wenn ihr euch etwas kaufen wollt, dann müsst ihr zuerst sparen, damit ihr es kaufen könnt. Wenn ihr das Geld nicht habt, vielleicht gut, könnt ihr es von der Bank holen, aber man müsst es auch irgendwie zurückzahlen. Ihr müsst das tun, damit ihr das kaufen könnt. Und so sind alle Religionsformen, man muss zuerst etwas bringen, damit man etwas zurückbekommt. Und wenn Jesus zur Umkehr aufruft, dann heißt es zuerst einmal im Griechischen, man soll umdenken. Im Hebräischen heißt es, man soll zurückkehren. Aber jetzt kommt etwas ganz Absurdes. Alle Religionsformen leben davon, dass man zuerst etwas geben. Man muss das tun oder jenes tun oder sonstiges. Und Gott geht einen ganz anderen Weg. Er beschenkt dich jetzt. Und dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern, heißt Gnade. Wie können wir das uns vorstellen? Das ist wie, wenn eine Frau oder ein Mann dich mit Küssen überwältigt. Ohne, dass du etwas dazu getan hast. Merkst du auf einmal, oh, das ist ja wunderbar. Aber wisst ihr was? Das kann sein, wenn die Frau oder der Mann das zweimal macht und der Mann und die Frau erwidern das nicht, dann wird die Frau oder der Mann sagen, meine Liebe, die ich ihm erweise, ich glaube, der checkt es nicht. Oder ist der Sohn neben der Kappe oder sie? Wissen Sie, die Gnade braucht eine Antwort. Und das ist der Fehler, der damals geschehen ist, auch in den Religionsformen, wo Luther gemeint hat, die Gnade genügt ohne Werke. Nein, liebe Brüder und Schwestern, es ist die Gnade, die dich verändert. Aber der Glaube ist es dann, indem du etwas tust, Gott lobst und preist, dass er Großes an dir getan hat, denn sein Name ist heilig. Wir lesen jetzt
Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa. Als Johannes Jesus von Nazareth, der gesalbt hat, den Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt hat. Und der herumzog und Gutes tat, der alle heilte, die in der Welt des Teufels waren. Liebe Brüder und Schwestern, es ist die Gnade, dass Jesus heute dort wieder dasselbe tut. Er zieht umher, damit du heil bist. Und das sagen manche Leute, oh was, so heilig sein. Das ist nichts für mich. Wissen Sie, was heil heißt? Heil heißt, gesund zu sein. Aber wir verstehen die Wortstände nicht mehr, liebe Brüder und Schwestern. Da können Leute zum Beispiel auf den Jahreswechsel sagen, einen guten Rutsch. Wissen Sie, wenn wir nur in das neue Jahr hineinrutschen, da kann sein, da tun wir uns so weh. Das Wort kommt vom Hebräischen und heißt Rusch. Das heißt so viel wie der Anfang, das Haupt des Neuen. Schau, wenn wir diese Wurzeln wieder verstehen, dann wissen wir, warum wir zurückgehen müssen an den Ursprung, an den Jordan, an deine Taufe. Dass du dir bewusst wirst, liebe Brüder und Schwestern, und das ist ganz nötig, nicht so sagen, wir sind halt. Nein, wir sind nicht mit Ach und Krach, sondern in uns ist Glanz und Glorie. Ist das dir bewusst? Dass Gott Großes an dir getan hat, wenn es dir bewusst wird, dann ist es kein Problem, liebe Brüder und Schwestern, letztendlich hinzugehen und zu begreifen. Eine Geschichte erzählt uns im Jahre 1972, liebe Brüder und Schwestern, war ein Soldat in den Philippinen aufzufinden, der dort Auskundschaften sollte in den Kriegsjahren und versteckte sich 30 Jahre. Und als er gefunden worden ist, konnte er gar nicht begreifen, dass der Krieg zu Ende ist. Auch wir Katholiken und Protestanten und viele, die heute auch in der Freikirche sind, haben noch nicht verstanden, dass der Krieg zu Ende ist. 1999 haben die beiden Konfessionen klar und deutlich unterschrieben, dass die Rechtfertigungslehre nicht nur aus der Gnade allein hervorgeht, sondern auch von den Werken. Dass zuerst also du die Gnade in dir geschehen lassen musst und dann aufgrund des Glaubens die Werke dies bestätigen. Wie ich euch gesagt habe, in eurem Liebesleben, wenn dort nur einer in jeder Gnade lebt und den anderen in der Gnade überhäuft, und es nicht beantwortet, da kann ich euch mit Brief und Siegel geben, dass dieses Glück nicht lange lebt. Weil der eine sagt, wenn auch ich nicht geliebt werde, dann werde ich den anderen nicht lieben. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr und mehr begreift, liebe Brüder und Schwestern, dass wir zurückzugehen haben an jenen Ort des Heils. Und dann, liebe Brüder und Schwestern, kann dasselbe geschehen, wie wir heute gelesen haben. In den vielen Bildern der Kultur sehen wir Johannes den Täufer,
der dort im Wasser steht und die Taube. Nein, liebe Brüder und Schwestern, die Schrift sagt uns etwas anderes. Die Schrift sagt, als er aus dem Wasser herausstieg, öffnete sich der Himmel. Wenn du aus jenem Sakrament, das ich wäsche, heraussteigst, dann wird sich auch für dich der Himmel öffnen und du wirst die Stimme vernehmen: Du bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn. Liebe Brüder und Schwestern, Sie müssen sich selbst die Frage stellen, warum Sie die Stimme nicht hören. Vielleicht meinen Sie doch gerade, das sind ja nur so Konservative, die dort sagen, wir müssen zur Beichte. Nein, liebe Brüder und Schwestern, es ist das Bad der Wiedergeburt, der Umkehr. Dort, wo du es geschehen lässt, so sagt es nämlich Jesus, die Gerechtigkeit fordert es, dass du deine Sünden bekennst. Und wenn du das geschehen lässt, dann wird sich auch für dich der Himmel öffnen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater der Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Amen. Gott, unser Vater, du hast Jesus von Nazareth gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft. Zu ihm, unserem Herrn und Heiland, lass uns beten. Lass uns zum Herrn uns beten. Herr, Herr, Amen. Lass uns zum Herrn uns beten.
den Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind. Lasst zum Herrn uns beten. Gefallen. Ja,
Wir feiern den Tag, an dem du Jesus als deinen geliebten Sohn geoffenbart hast. Nimm unsere Gaben an und mach sie zum Opfer Christi, der die Sünde der ganzen Welt abgewaschen hat. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. So bitten wir die Wahrheit.
der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zu vollenden. Und als die Stunde kam, da er von ihm verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot, sagte dann, brach das Brot, reichte es seine Jünger und sprach: Nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod werde verkündet werden, und deine Auferstehung leisten wir, bis zum Haus der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir sein Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heilen. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren emeritierten Papst Benedikt, für unseren Bischof Manfred und die Gemeinschaft der Bischöfe, für uns Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauteren Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes ihren Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit allen Heiligen und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Leib durch unseren Herrn Jesus Christus, den du ihm schenkst der Welt all die guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Du heilige Gedanken, Hoffnung, Gewalt, und dann gereicht und öffentliche Bewegung, wagen wir zu beten. Amen.
Frieden in unseren Armen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
dieser ist es, über den Johannes gesagt hat: Ich habe es gesehen und lege Zeugnis an. Dieser ist der Sohn Gottes. Lass uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Wort und dem Brot des Lebens genährt. Gib, dass wir gläubig auf deinen Sohn hören, damit wir deine Kinder heißen und es auch in Wahrheit sind. Darum bitten wir, du Christus, unseren Herrn. Amen. Ein Wort der Vermählung. Heute ist am 1930 Totenwache für Franz Fiebig. Morgen Montag 10 Uhr Begräbnis des Herrn Franz Fiebig und 1930 Totenwache für Franz Kleberböck. Am Dienstag Totenwache für Franz Kleberböck. Am Mittwoch ist um 14 Uhr das Begräbnis von Franz Kleberböck. Am Samstag ist um 11 Uhr Heilige Messe. Walter und Maria Lumensberger zum Dank für 50 gemeinsame Jahre. Danke den Sternsingern und allen Spendern, das Ergebnis der nächsten Woche bekannt gegeben. Von Freitag 15 Uhr bis Samstag 15 Uhr ist wieder die Möglichkeit zur stillen Anbetung des ausgesetzten Allerheiligsten im Verein. In der ersten Stunde sind besonders die Kinder eingeladen. Bitte in die Liste hinten eintragen. Am Freitag 13. Jänner besteht die Möglichkeit zur Fatima-Wallfahrt nach Maria Trost, Doberwoda. Abfahrt um 11:25 Uhr in Schönau, Bushaltestelle in Baden. Anlässlich 100 Jahre Fatima gibt es für die Pfarrer des Dekanates eine Flugwallfahrt vom 12. bis 15. August 2017 nach Portugal. Geistliche Leitung Dechermarken Dundenberger. Reiseprogramme liegen auf, Anmeldung bis 1. Februar 2017. Am Sonntag, 19. März 2017, findet die Pfarrgemeinderatswahl statt. Heute, 8. Jänner und nächsten Sonntag können die Kandidatenvorschläge zur Pfarrgemeinderatswahl in die beiden Kirchenausgängen dafür aufgestellten Schachteln gegeben werden. Die Vorschläge können auch in den Pfarrbriefkasten gegeben werden oder per E-Mail erfolgen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Möge Gottes Gnade dich berühren. Und mir hat es so gut getan, wenn ich hier reinschaue, auch die Kinder. Wie die Kinder sich oft manchmal an die Väter schieben und einfach eine Liebkosung dort erhalten. Es ist nichts anderes, als was wir in geistiger Weise zu vollziehen haben. Wenn wir den anderen aber wegkaufen und meinen, und es hat jetzt überhaupt kein Bild dazu, dann werden wir die Liebe nie spüren. Möge Gottes Segen es geschehen lassen, dass wir manches nicht begreifen. Wir haben es gehört. Johannes, ein hochspiritueller Mann, er konnte es nicht begreifen, dass es die Gerechtigkeit gefordert hat, dass Jesus ihn in diesem Dasein jetzt getauft hat. Lass es auch für dein Leben geschehen. Und du wirst Gottes Gnade und Himmel, der sich öffnet für dich, bemerkbar sehen und fühlen. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Er segne euch und stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Und Christus, der heute in der Welt erschienen ist als Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und macht euer Leben zum Licht für euch.
Kaffee.